Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dying Light. Oh yeah. Und wisst ihr was? Ich habe gerade 5 Minuten gespielt und ja, ich habe vergessen auf Aufnahme zu drücken, beziehungsweise ich habe es nicht vergessen. Warte. Sorry. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe drauf gedrückt, aber es hat nicht funktioniert. Und das hier hat mich gerade irgendwie zum Lachen gebracht. M plus Z gleich MZ. Oh mein Gott. Eine neue mathematische Formel. Ja, es lief folgendermaßen ab. Wir waren halt hier irgendwo am Ende des Ganges. Haben halt das GRE angerufen. Das GRE wurde vom Verteidigungsministerium eingenommen. Und das Verteidigungsministerium gibt uns jetzt 48 Stunden Zeit, bis sie Haran bombardieren. Und in der Zeit soll ich halt das Heilmittel finden. Das Heilmittel von Ceri, Dr. Ceri holen. Und ja, dann bin ich aufgebrochen, bin ich Fahrstuhl runtergesprungen. Und jetzt bin ich hier in dieser Szene. Und wir haben eine neue Waffe. Die 5mm hier. Weil wir auch so viel Munition dafür hatten, habe ich eine gefunden. Und ja, das war's endlich schon. Ja, ich bin auch ein Depp. Bin auch ein Depp. Ach so. Wir sind tot. Okay, ja, ich habe die schon umgebracht. Ihr habt eine lustige Szene verpasst. In der sich die Leute selbst umgebracht haben, weil irgendwo war hier so ein explosives Fass und das haben sie selbst hochgejagt. Und dann haben sie mich umgebracht. Dann habe ich geguckt, wie viel Zeit schon um ist und dann habe ich gesehen, ach, ich nehme ja noch gar nicht auf. Ist das schön. Und hier kann man keine Spielstände laden oder so. Habe ich ihn getötet? Nein. Ich sehe ihn nicht mal. Aber anscheinend treffe ich. Achso. Ziele automatisch auf meine Gegner. Ach, er ist tot. Ja. Das also zu meinem Fail. Es tut mir leid, dass ihr so einen Teil des Spiels verpasst habt, der Folge. Aber so ist das Leben. Das kann man leider nicht ändern. Ist hier halt nicht großartig viel passiert, ne? Und ich habe sehr viel gelootet, was die meiste Zeit gefressen hat. Wir haben also ganz viel Alkohol bekommen, ganz viel Mull und Gewehrmunition ist voll. Dann sollte man zum Gewehr mal wechseln, ne? Währenddessen meine Stimme versagt. Ich muss kurz nachladen. Und habe die Zeit genutzt zum Trinken. Munition immer noch voll, gut. Oder schlecht. Wo bist du? Das gibt's nicht, der lebt immer noch. Wo habe ich die Munition gerade herbekommen? Das war eine coole Aktion. Hat noch nicht viel gebracht. Du bist ein toter Mann. Das ist gelogen. Noch lebe ich. Feuer. Ach, es gibt rote Fässer, die sind explosiv. Habe ich jetzt kurz mal ausgenutzt. Just for fun natürlich. Weil ich's kann. Oh Gott, da gehe ich nicht lang. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe nicht mehr viele Möglichkeiten. Ich habe so viele Waffen gerade bekommen. Unser Inventar ist ziemlich voll. Und ich muss irgendwas wegwerfen oder verkaufen oder irgendwas.
alles so verdammt viel wert. Außer der Dolch. Den habe ich mir doch extra gekauft, oder? Ich glaube, den habe ich mir extra gekauft, den kann ich auch nicht wegwerfen. Na, komm, was soll's. Kriegt ihn um! Ich habe einfach zu viel Munition von allem. Ich weiß nicht, ich habe gar nicht erst getroffen, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob es mir gefällt. Na endlich! Stirb, du Bastard! Oh Gott, das war nur Spaß! Och Mann, da kam noch einer, es tut mir leid. Der hat mich gerade nur so aufgeregt. Mit seiner scheiß Waffe. Denkt, er ist Bringer hier. Und wieso habe ich so viel Munition? Wo kriege ich die Munition die ganze Zeit her? Versteh's nicht. Sammelt er sie automatisch ein? Ach, gut zu wissen, dass es hier so ein Schleichpfad gibt. So, du hast mich getötet. Ich kann nicht weit. So kann ich nicht so weit nach unten gucken. So. Was hast du davon? Die anderen Leichen sind schon weg, ne? Ja, gut. Okay. 8000. 8000. Was? Nein. Ach, ich kann die gar nicht. Ich kann die gar nicht auseinandernehmen. Das ist ein bisschen blöd. Ich muss mehr tragen können. Mein Inventar ist einfach nur so krass voll. Na gut, scheiß drauf. Muss ich jetzt mit leben. Wer ist da? Wer sind Sie? Ruhig, Doktor, ich bin's. Crane. Gott sei Dank. Hören Sie, es ist wichtig. Auch wenn ich nun offensichtlich selber in Gefahr bin, darf meine Forschung nicht mit mir sterben. Ihnen passiert nichts, Doktor, aber zuerst müssen wir von hier weg und sprechen Sie leiser. Oh, ja, natürlich. Aber verstehen Sie, meine Daten. Dr. Camden braucht sie. Darum habe ich Jade die Pakete gegeben. Ich weiß, Sie wollten das übernehmen, aber sie war gerade zur Stelle und da es eilte... Doktor? Eine Prise falscher Hoffnung und schon gibt der Herr Doktor seine Geheimnisse preis. Spürt den Skorpion auf, mit allen Mitteln. Mit Vergnügen. Und die beiden hier? Was soll mit denen geschehen? Sie werden sie niemals finden. Niemals. Und ich sage ihnen nichts. Von mir erfahren sie gar nichts. Es geht mir nicht darum, sie zum Reden zu bringen. Sondern darum, sich von der Flucht abzuhalten. Du sadistisches Arschloch, er ist ein alter Mann! Kümmert euch um sein Knie. Und bringt Crane zur Grube. Was ist die Grube? Oh weh, ihr habt mir meine Waffen geklaut. Wieso stand ich gerade wieder? Habt ihr es gesehen? Ich konnte Sarah ausfindig machen. Aber als wir uns auf den Weg zurück zum Turm machen wollten, wurden wir von Rais Männern überwältigt. Ich habe keine Ahnung, was sie mit dem Doktor und mir vorhaben. Ich stand doch gerade, ich hätte mich wehren können. Und dann kam dieser dämliche Ladebildschirm. Richtet ihn auf! Oh Mist. Doktor. Du schleichst dich ein. Wie eine Schlange im Gras. Crane. In einer Stadt der Lügen. Bist du der größte Lügner von allen? Wovon redest du? Sag's schon, du Hund! Ja. Kontrollverlust. Eine typisch amerikanische Eigenschaft. Falls ich... Nicht übel. Ja.
Schafft die Leichen weg. Crane bleibt. Ja, Sir. Was, Kontrollverlust. Eine typische amerikanische. Ah, oh Gott. Oh. Dunkler Bereich wird betreten. Ich habe nur meine Waffen. Ach so. Oh, das könnte ein lustiges Spielchen werden, Freunde. Ah, schade. Wie die da alle reinschubsen. Nein, das hat nicht funktioniert. Nein. Überleben Sie den Kampf, ja, easy. Ist ja gar kein Problem. Wieso funktioniert das nicht? Bullshit. Gibt's hier irgendwelche Waffen oder so? Hahaha. Ha, ha. Wie soll ich mit den Fäusten irgendwas ausrichten? Ist ja lachhaft. Muss hier irgendwo gegenschubsen, oder? Ah. Voilà, cool. Oh Gott! Das ist natürlich was anderes. Damit habe ich nicht gerechnet, aber wir sind überall Fallen. Na, kommst du? Oh Gott! Wo kommen die denn alle her? Na komm, kletter die Stacheln hoch. Sie tut's wirklich. Aber sie ist tot. Aber die Stacheln mit dir. Nice. Das Problem ist, ich habe zwar hier die Buddel, nur bringt sie mir nichts. Ich glaube, ich kann sie ins Feuer werfen. Brauche ich schon halt eine Schusswaffe dafür. Nö. Bringt mir rein gar nichts gerade. Werden die nach und nach wahnsinnig? Kann das sein? Pass auf, ich gehe mal hier rüber. Hier sind die Stacheln. Kann ich die easy reinschubsen. Ja, du komm hier. Aber in die Stacheln mit dir. Oder auch nicht. Kannst du es doch einfach lassen. Oh shit. Ah. Wie soll das denn hier funktionieren? Bin ja fast tot. Das Gute ist, wenn ich sterbe, sind ja trotzdem die meisten Zombies schon tot. Hallo. Ob ich jemanden mit reingezogen habe? Ich glaube, ich habe sie alle wütend gemacht, ja. Na, noch jemand?
So. Easy going. Ich glaube, das Schlimmste habe ich überstanden. Ah, ich wollte sie in die Stacheln schubsen. Mist. Sorry, aber das ist einfach zu cool. Und nochmal schön in die Stacheln. Sauber. Hoch. Nein. Shit, 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 shit. Okay. Kommen die Sachen her? Haben das die Zombies verloren? Kann das sein? Bella, ganz viele Bella haben wir hier. Zieh dich! Gibt's doch nicht, wie viele Zombies sind hier eigentlich? Na, Dude. Was geht? Ganz erbärmlich umgefallen mit so einem ganz seltsamen Geräusch. So. Sehr schön, noch einer weniger. Ach, sie ist tot. Okay, die Frage ist nur, was erwartet mich gleich noch? Ich meine, ich denke mal einfach nur, dass es die erste Welle ist. Und danach geht es halt richtig heiß zu. Ach, er ist tot. Die Leute werden von deinen Taten hören. Nur schade, dass du dann schon tot sein wirst. Ein erster erbärmlicher Versuch, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, Crane. Zu wenig und zu spät. Eindrucksvoll für eine lebende Leiche. Oh. Eine Machete. Oh oh. Ich hab so eine Ahnung, was da jetzt rauskommt. Nein! Ich hab nicht die geringste Ahnung. Oh. Shit. Okay. Was war das? Rammer können angreifen und schwere Objekte auf sie werfen. Weichen sie häufig aus. Ich werde einen Scheiß tun und ihn bekämpfen. Also jetzt muss ich's klar, aber sonst werde ich... Ich bin noch nicht dämlich. So. Oh Gott, da explodiert doch gleich was. Ich habe von rechts noch irgendwas gehört. Na, armes Tüftüf. Oh. Ich hätte Panzerung. Okay, locken wir ihn her und weichen dann aus in letzter Sekunde. Läuft dann da nicht nämlich gegen. Hey, du bist ein Rammer. Ramm mich. Ach, nice. Okay. Okay. Hahaha. Okay.
Fühlt sich so an, als würde hier gleich irgendwas explodieren. Ist das deine Lebensanzeige? Das Problem ist, ich höre einfach immer noch mehr. Ich höre irgendwo noch ein zweites Schreien. Ach, du ahnst es nicht. Gibt's hier irgendwas, was ich verwenden kann, außer Wurfsterne? Irgendwas? Irgendwas muss man hier doch verwenden können gegen das Viech. Wenn die Taktik, ihn dagegen laufen zu lassen, ist natürlich nice, aber hört es dann auch irgendwann auf. Okay. Hallo. Dude. Ach, er ist irgendwo gegen gelaufen. Das war knapp. Ah, bist gar nicht mal so stark, wie du aussiehst, ne, Freundchen? Du bist doch ein Idiot. Oh shit. Oh shit. Nimm dies. Und das. Ach du Heilige. Okay. Hey, du musst eigentlich... Ach, was zum... Okay, keine Ahnung. Bin hier oben nicht mal sicher. Ja, scheiße, Mann. Ah. Lauf doch, lauf doch! Lauf! Es ist da hinten irgendwas explodiert. Wieso explodieren die Typen? Wo bist du? Er hat sie komplett verloren. Ach, fuck. Heilige Scheiße. Oh. Ich muss sagen, damit habe ich zum Schluss nicht mehr gerechnet. Oh Gott, lauf doch! Shit, ich wollte sie dagegen werfen. Das hat aber nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Ich hoffe, das fette Viech hat irgendwen weggerammt. Das war jedenfalls der Plan. Oh Gott, hinter mir. Nein! Verdammt, ich hätte zuschlagen sollen, als ich die Möglichkeit hatte, gerade beim Rammer. Oh Mann. Nein. Oh. Oh. Ach Gott, ey.
Hör auf zu betteln! Man kann mich nicht beeinflussen. Jetzt seid mal nicht so verwirrend. No. The fuck? Ich hab doch gerade geschlagen. Just in der Sekunde habe ich geschlagen. Ja, komm. Jetzt hat er auch noch Leben dafür bekommen, dass er mich schlagen konnte. Das sollte woanders hingehen. Dein Ernst? Wieso bist du nicht gegen die Wand gelaufen? Was hast du denn für eine Arme? Dann kann ich ihn nicht mehr schlagen. Oh, ich bin so. Oh. Ist ein Snickers, Alter. Kannst du mir irgendwo gegenlaufen? Ach, der ist gerade irgendwo gegen gelaufen. Ah. Hallo, Dude. Ah. Willst du nicht mal laufen oder so? Das tust du doch so gerne. Du bist ein Rammer. Rammer laufen, wie der Name schon sagt. Boah, Drecksviech. Ich verbrenne. Das war recht unterhaltsam. Schade, dass es bei diesem einen Auftritt bleiben wird. Damit zögerst du das Unausweichliche nur hinaus. Aber mach das Beste draus. Es soll nicht heißen, ich würde mich nicht um dich sorgen, Crane. Was jetzt? Todeskralle oder was? Überleben Sie den Kampf in der Arena. Nehmen Sie das Supersuvium an sich, ja? Was? Das Tischbein? Achso. Oh, Medikit. Wir kennen deine Fähigkeiten mittlerweile, Crane. Der DRI sucht seine Agenten gut aus. Oh, Scheiße. Sind die Plattform. Weg mit der Waffe. Chaos, Crane. Die einzig wahre Ordnung der Dinge. Etwas anderes zu behaupten ist pure Torheit. Darf ich das demonstrieren? Bassam, hörst du mich? Laut und deutlich. Veröffentliche die Datei. Sofort, Boss. Und fertig. Du bist doch irre. Du hast gerade tausende Unschuldige zum Tode verurteilt. Das kommt von deinem bescheuerten Chaos. Du weißt gar nicht, was die Datei enthält, oder? Genau das dachte ich mir. Der GRI will den Virus waffenfähig machen. Nicht ausmerzen. Menschenleben interessieren sie nicht. Nur der Profit. Du hast ihre Regeln und Gesetze befolgt. Und dich zur Marionette machen lassen.
armselig. Das wär's. Erledigt ihn. Doktor, auf geht's. Ich bring sie hier raus. Crane, retten Sie die Leute. Sie haben das alles nicht verdient. Duda, her mit der Fackel. Crane! Oder wartet ihr Schweine noch? Erschießt ihn! Auf Wiedersehen, Doktor. Schnappt ihn euch! Tja, da habe ich ihm mal glatt seinen Arm weggenommen. Lauf! Tolles Questziel! Oh, Zero, lauf doch dahin! Da ist es sicher! Da musst du lang! Best Rollspiel. Okay, komm. Komm. Machen wir es nochmal. Gut. Ich sollte nicht auf so einen Scheiß wie ein Questziel hören. Es treibt einen nur in den Tod. Na gut, das war vielleicht nicht so ganz so gut, aber es hat funktioniert. Wieso soll ich hoch? Ach, da ist irgendwas explodiert. Ach so, das war ein Raketenwerfer. Deswegen bin ich explodiert. Eigentlich könnte ich mich umdrehen, sie alle töten. Ich meine, ich habe doch gerade eine Waffe geklaut. Apropos Waffe, alle meine Waffen sind weg. Einfach weg. Und keine Ahnung, wo ich hin soll. Ist wahrscheinlich da hoch, ne? Ach! Verwirrende Scheiße, ey. Scheiße, das war knapp. Leck mich doch einfach. Okay. Tun wir einfach mal so, als wäre es gar nicht unfair. Naja gut, wenigstens habe ich hier einen Ladescreen bekommen. Savepoint meine ich. Ladescreen? Mist. Jetzt freue ich mich schon über Ladescreen oder was? Achso, ich sollte hier. Oh. Verflucht. Nice, hier explodiert alles. Yay! Ist er hoch, was? Bin gerade erst runtergesprungen. Ihr wollt mich verarschen, ne? Oh. Achso, mein Ziel geht hier lang, ja? Wollte gerade sagen, muss ich jetzt wieder ernsthaft hochklettern? Na, ihr Zombies. Bin ich jetzt entkommen? Kommt noch was? Ja, ist ja der Wahnsinn. Ach so, hier entlang.
Hä? Wieso sagt mir das Spiel, ich soll hoch? Hier gibt's kein Hoch. Es geht nur runter. Achso. Wir könnten auch einfach die Treppe nehmen. Ist mir schon zum zweiten Mal passiert. So, wir haben also Rais Arm abgehackt. Ich muss der Arena entkommen und muss auf dem schnellsten Weg zurück zu Bracken. Doch Sarah ist tot. Der einzige Lichtblick ist, dass er vor seiner Entführung wohl Jade die Daten hat übergeben können. Es gibt also noch einen Funken Hoffnung, dass ein Heilmittel gefunden werden kann. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, damit beenden wir die Folge für heute. Ich bin ein bisschen durch. Die Folge war ein bisschen anstrengend. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.